And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. I actually wanted to say System Shock. Well, we are still in Lochmarn, and we've chatted a bit with these young lads. And with this barkeeper, we weren't yet finished with the conversation. Yeah, sir? And that is the reason why we'll continue to converse with him. The barkeeper is actually trying to track down this Professor Pegram. Why? I actually forgot, because I didn't pay attention, but I hope you paid attention. If not, you can... Well, I mean... So if you watched the video last video, then you know why. The barkeeper looks for Mr. Pegram. Hat Pegram hier gewohnt? Genau, im besten Zimmer des Hauses. Das ist das Zimmer mit dem Bett. Ah. Kann ich Pegrams Zimmer sehen? Hat einer der Brüder aus dem Kloster genommen. Sie kommen jedes Jahr hierher zur spirituellen Erfrischung. Das ist gut, das muss ich mir merken. Spirituelle Erfrischung ist ein Bauch voll Bier. Ich möchte einen Mann Gottes nicht stören. Besonders nicht einen so großen Typen aus dem Heim für schwer erziehbare Jungs. Kann ich dir nicht verdenken, Mick. Der Bruder hat Muskeln wie ein Muskelmann. Haben Sie vor kurzem irgendwelche Clowns bedient? Nein, Sie sind heute der Erste. Im Ernst, ich suche einen Mann, der als Clown verkleidet ist. Hat er vielleicht einen kleinen weißen Hund mit einer schwarzen Augenklappe dabei? Glaube ich eigentlich weniger. I think you're talking about a pirate, Mister. Was können Sie mir über das Schloss erzählen? Sie sind schon der Zweite, der mich heute danach fragt. Ich weiß nichts über das Schloss. Ist sowieso nur eine alte Ruine. Who was the first? Wer hat sonst noch nach dem Schloss gefragt? Sagte, er wäre Reporter. Hat nach dem kleinen Volk gefragt. Ich habe ihm ein paar Geschichten über das kleine Volk erzählt. Hätte mich vielleicht sogar dafür bezahlt, dass ich ihm genau das erzähle, was er hören wollte. Egal, ich habe ihn jedenfalls rausgeschmissen. Klasse, Mick. So geht man mit Journalisten um. It could have, maybe it was calm. Ich versuche mal ein Glas Bier, bitte. Ist das Ihr erstes Glas echtes Ale? Ich, würde ich mal sagen. Was ist das überhaupt, echtes Ale? Bier, das aus natürlichen Zutaten nach traditionellen Methoden gebraut wurde. Sollte nicht unter Druck oder kühl gelagert werden. Und außerdem sollte es einen guten Körper und einen unverwechselbaren Charakter haben. Mit anderen Worten, es ist abgestanden, warm, es schwimmt Zeug drin herum und es haut einen um. Can we take this? Ah, we can't actually. Probably when we'll end this conversation. What can you tell me about this red clown's nose? Sagt Ihnen diese falsche Nase etwas? Es ist doch nicht schon wieder Rotnasentag, oder? Nein, das ist Teil eines Clown-Kostüms. Das weiß ich. Grundgütiger Himmel, wofür halten Sie mich? Actually, remember when the time when the Red Nose Day was introduced to Germany? Erkennen Sie den Mann auf dieser Karte? Nein. Sollte ich das? Oh nein, es war nur ein Versuch. I should show you the photo, maybe. Kennen Sie diesen Mann? Nein, sollte ich? Was wollen Sie von ihm? Ich habe mit ihm ein Hühnchen zu rupfen. Ich will keinen Ärger hier in der Bar, Mister. Wenn Sie sich mit jemandem prügeln möchten, gehen Sie zu Pater Mahoney. Ein Priester? Ein Mann des Wortes? Klar, und er bringt den Jungs im Jugendclub bei, wie man boxt. Mahoney behauptet, dass Boxen den Charakter entwickelt. Stimmt das, Pat? Hat er dich nicht auch in der Prügelkunst unterrichtet? Doyle! Sorry, Michael, ich war in Gedanken. Was hast du gesagt? Oh, vergiss es. So apparently it wasn't Khan, the person who said he was a reporter. Strange. Das hier könnte sie vielleicht interessieren. Hä?
Was ist das? Meine Freikarte zur Kanalisation von Paris. Ach ja, tatsächlich. Haben Sie gestern Abend Snooker gesehen, Mr. O'Brien? Ich habe keinen Fernseher, Michael. Ich weiß. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Wenn Gott wollte, dass wir fernsehen sollten, wären wir alle wie Doyle. Ich nehme an, dass hier niemand meine Abenteuer im Untergrund hören will. Ich trinke lieber mein eigenes Bier. Kennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Nein, Sir. Let me shake your hand. Hey, Barkeeper. Chef, wenn Sie nichts dagegen haben. Sorry, geben Sie mir darauf die Hand, ha? Warum um alles in der Welt sollte ich? Was haben Sie vor? Nichts. Na los, geben Sie mir einfach die Hand. Nicht jetzt, Mister. Ich muss vorsichtig sein wegen der Vorschriften vom Gesundheitsamt. Oh Mann. Sagt Ihnen dieses Taschentuch etwas? Das ist eklig. Hab ich in den Kanälen gefunden. Und warum wedeln Sie mir damit vor der Nase herum? Sie sind schlimmer als Ron. So packen Sie es schon weg, Mann. Okay, let's have a drink. Danke. Ah, it's not going to... Ah, pick it up now. You can actually... That's cool. You can actually drink Irgendwie it down. Schaffe ich es, das dicke, süße Gebräu runterzuschlucken. Ich fühle den seltsamen Drang, Nachschub zu ordern, obwohl mich mein Instinkt davor warnt. Irgendwie schaffe ich es. Ich fühle den... Can we take the glass? Can we use the tissue on the glass for some reason? Can we use the buzzer on the glass? No, okay. That doesn't make any sense. Can pick up something else. Der Mann hat seinen Arm über das Handtuch gelegt, unmöglich es da rauszubekommen. Aha. There's a towel that we apparently need to get. Ein mit Bier vollgesogenes Stück Handtuch. Sein Kuhgesicht zeigt den leeren Ausdruck, der deutlich besagt, keiner zu Hause. Er hat seinen Ellenbogen auf einem ziemlich durchgeweichten Handtuchstück aufgestützt. Let us talk to the man. Hi, ich heiße Stobbart, George Stobbart. Hallo, Mister. Was kann ich für Sie tun? I want to take your towel, but you can also tell me about Professor Pegram, if you can. Kennen Sie Dr. Pegram? Ob ich den kenne? Ob ich den guten Doktor höchstpersönlich kenne? Ne. Ich meine, ich weiß, wer er ist, aber persönlich? Nee. So gut kenne ich ihn nun auch wieder nicht. Was wissen Sie über Pegrams Ausgrabung? Nur, dass er dafür nicht die richtigen Werkzeuge dabei hatte. Was der gebraucht hätte, waren Schaufeln und ein Bagger. Pegram hat nach geschichtlichen Überresten gegraben, nicht nach Kohle. Ach ja? Wofür ist denn das gut? Das nennt man Wissenschaft und Archäologie, Pat. Mit dem, was die Leute hinterlassen haben, will man verstehen, wie die Leute gelebt haben. Eines Tages buddeln Archäologen vielleicht unsere Überreste aus. An was Sie alles denken, Mr. O'Brien, möchte zu gern wissen, was Sie dann finden. Naja, jedenfalls keine Pfeilspitzen und Gefäße. Vermutlich Hamburgerverpackungen und Kondome mit Geschmack. Stimmt es, dass Pegram einen wertvollen Edelstein gefunden hat? Was? Ist das Erste, was ich davon höre. Wo bist du gewesen, Pat? Jeder hier redet über den Edelstein. Von Loch Marne bis Ballydoon. Hat mir niemand nie nix von gesagt. Den hat echt das Glücksschwein gebissen. Deswegen ist er abgehauen. Hat jemand aus dem Dorf bei Pegrams Ausgrabungen mitgearbeitet? Ich hab selbst versucht, aber der eingebildete Archetyp hat gesagt, ich wäre inkontinent. Sowas aber auch. Hab ich nicht mehr Löcher gebuddelt als alle anderen zusammen? Probably he said incompetent. Haben Sie jemals Sean Fitzgerald an der Grabungsstelle gesehen? Mal sehen. Ich glaube, mein Gehirnkasten braucht ein bisschen Schmierung.
Have a beer. Darf ich Ihnen einen Drink spendieren? Aber immer doch. Geben Sie mir einen Drink für meinen Freund hier. Wer? Doyle? Hatte sie belabert, ihm einen auszugeben? Schäm dich, Patrick. Nochmal dasselbe? Diesmal nur ein Pint, Michael. Ein Pint braune Suppe, sofort. Erinnern Sie sich jetzt an Sean Fitzgerald? Ah, ich sehe die Szene vor mir, als wäre es erst letzte Woche gewesen. Wenn ich's mir genau überlege, dann war's auch erst letzte Woche. Oh ja, und ob Fitzgerald da war. Er und so ein Trupp Studenten. Er hat mit dem Oberboss palabert. I'm just making this up. Können Sie mir etwas über das Schloss auf dem Berg erzählen? Ach, ich weiß über nix was. Sie sollten Mr. O'Brien da drüben fragen. Bei dem weiß man nie, was er so alles weiß. Sind Sie in einer von den Geschichtstypen da? We're not, but let's just see what happens when we say yes. Genau. Professor Stobbart, Miskatonic University. Sie sind Archäologe und fragen uns wegen dem Schloss? Oh. Entschuldigung, Mr. O'Brien, der Gentleman hat mit mir geredet. Wieso sind Sie nicht mit den anderen weggegangen? Ich wusste nicht, dass sie weg waren, bis mir der Vermieter davon erzählt hat. So we got caught lying there, but the reference actually. This so Miskatonic University is a reference to a story by the guy who wrote Call of Cthulhu. Lovecraft. That's a reference to the reanimator stories of Lovecraft. Was sagt Ihnen diese falsche Nase? Ah ja, Sie sind ein Clown. Nein, ich doch nicht. Ah, Sie sind gut, eh? Hast du das gehört, Michael? Ich hasse Clowns. Hey, hört euch das an. Ich hasse Clowns, sagt er. Ist er nicht der witzigste Typ, den du je gesehen hast, Michael? Er ist kein Clown, Doyle. Er ist nicht im Mindesten lustig. Danke. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Sieht ja echt toll aus, der Typ. Ist das ein Filmstar? Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist das Gesicht eines psychopathischen Killers. Oh Mann. Und sowas darf ins Kino? Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Tja. Nein. Was sagt Ihnen dieses Werkzeug? Und damit macht man Kanaldeckel. Aha. Auf. Richtig. Habe ich in Paris gefunden. Kaum zu glauben. Ein französischer Kanalschlüssel. Wundervoll. Apparently we have discovered the one thing that Doyle knows besides beer. Was sagt Ihnen dieses Werk? Und damit macht. Erkennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Nein. Let me check your hat. Darf ich Ihre Hand schütteln? Nein, dürfen Sie nicht. Wieso? Weil ich sonst mein Bier verschütte. Can I trade in my dirty greased tissue for your towel? Sagt Ihnen dieses Taschentuch etwas? Nein, aber Sie sollten es vielleicht meiner Oma zeigen. Sie kann ihre Zukunft daraus lesen. Aus einem benutzten Taschentuch? Klar. Manche Leute lesen aus Teeblättern. Meine Oma liest aus Taschentüchern. Dann mal tschüss. That was not a very helpful conversation at all. Can we just switch out our tissue for that towel? No. Can we take the tissue just if we... Der Mann hat seinen Arm über... No, okay.
Well, there's something we need to do before we can steal this towel. Why we would want to steal that towel, you don't know yet, but this is an adventure game, so if there's one thing you could steal, you should. And I just recognized something. We can also steal the glasses of the old man. Man hat mir aber keiner hat... Whose name I've already forgotten, so... when we'll come back, folks, we shall try to steal his glasses, his towel, and we will talk to Mr. O'Brien there. Until next time, folks, until then...